Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mein Deutsch, mein Dorf und ich. Wie ihr seht, ich sitze im Auto. Heute der zweite Vlog. Und zwar erzähle ich jetzt mal so ein bisschen, was es so Neues gibt und was sich so getan hat. Und zwar habt ihr im letzten Video gesehen, zum Beispiel den Frontlader. Da hatte ich jetzt noch kein Video drüber gemacht. Werde ich jetzt auch noch eins drüber machen. Der ist auch noch nicht ganz fertig. Die Schwinge ist ja noch nicht lackiert. Ja, da wird dann nochmal ein extra Video drüber kommen. Und ja, genau. Das nächste wäre dann meine Agria 1600. Habe ich getauscht gegen eine Agria 1800D. Die wollte ich jetzt fertig machen. Mache ich jetzt allerdings doch nicht mehr. Da der Motor so ein bisschen in den Fritten ist, ich weiß nicht, warum er nicht läuft. Eigentlich müsste er laufen, weil er spritzt ein. Das ist ein Zweitakt-Diesel von Hirth. Eigentlich nicht zum Laufen, da muss ich noch so viel dran machen und der Anhänger auch noch dazu. Und den habe ich ja noch von der 1600, den Anhänger von dem Video. Ja, da habe ich im Moment einfach keine Zeit, kein Geld und keine Lust dazu, da irgendwas dran zu machen. Deswegen werde ich auch erstmal verkaufen und dann schauen wir mal weiter. Und dann das nächste Video ist Samstag, fahren wir zu meiner Tante, da holen wir einen Gummiwagen, einen Belger, 3,6 Tonnen, Foto werde ich jetzt nicht einblenden, lasst euch einfach überraschen. Wer es trotzdem wissen möchte, was das für ein Belger ist, einfach mal Belger 50G googeln, das ist der Typ. Belger 50G, einfach mal googeln, da findet ihr mehrere. Ja, den werden wir Samstag holen, da wird dann ein extra Video zu kommen. Und dann, das wird dann, denke ich mal, nächste Woche, so der Plan, wird das dann rauskommen. Dann habe ich noch vom Treffen in Fernewaldshausen habe ich noch ein Video von der Ausfahrt an dem Tag. Da habe ich jetzt 40 Minuten Videomaterial. Jetzt meine Frage an euch. Soll ich diese 40 Minuten komplett hochladen? Die würde ich dann in zwei Videos hochladen, jeweils 20 Minuten. Oder soll ich das Ganze schneiden und als kürzeres Video hochladen, also die besten Szenen, die ich meine, rausschneiden und die dann hochladen. Könnt ihr jetzt mal abstimmen, da wird jetzt oben rechts ein i aufpoppen, da könnt ihr dann abstimmen, ob 40 Minuten bzw. 2x20 Minuten oder das Video geschnitten von der Ausfahrt. Könnt ihr jetzt drüber entscheiden. Ja, soweit dazu. Wie gesagt, Samstag kommt das, werde ich das Video drehen, da werde ich den Gummiwagen holen. Und dann wird das Video, denke ich mal, nächste Woche irgendwann rauskommen. Versprechen kann ich es noch nicht, aber ich denke mal ja. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, würde ich sagen, das war's mal wieder. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.